mal, Jean-Pierre, wollt ihr noch irgendwas drehen? Was drehen? Ja. Was haben wir denn? Wo habt ihr denn Bock? Ich hätte Ford Focus ST, ja, 2014er Baujahr, 250 PS Basis, 2 Liter, mit einer Prise Auspuff oder eher, oder das hier vielleicht? Habt ihr den eigentlich schon gesehen? Ist ja geil. Erinnert ihr euch noch an den? Und guck mal hier, der ist sogar mit dem Ansaugtrichter hier. Seht ihr das? Ist das geil? So, seid ihr bereit? Moment. Something wrong with the flash. Jetzt pass auf, zieh das rein. Gerade mein neues Hobby hier, ja? Ford Focus ST können wir eigentlich machen. Ich habe euch ja versprochen, es gibt mehr Videos, ne? Der Jonas hat hier den Auftrag, dass er mich immer, jetzt fast täglich daran erinnert, dass wir ein Video machen. Wir müssen noch eben warten, das Blatt Polaroid kommt gleich erst. Dann könnt ihr drauf gucken, wie der Polaroid geworden ist. Der Moppel hat wieder abgenommen ein bisschen. Ja. Machst du Weight Watchers? Nein, das ist bescheuert. Kann ich nicht erlauben. Nein, bist bescheuert, brauche ich überhaupt nicht. erstens hab ich das... Ja, ja! Boah, Leute! Also ich gehe heute! Ja, du kannst ja wieder nicht, ne? Boah, die ist nämlich jetzt krass geworden. Jetzt nämlich seinen Arm bemalt mit Edding. Zeig mal Tattoo! Zeig mal Tattoo, Junge! Zeig mal! Ja, Kundschaft! Hast du nicht? Doch, hab ich. Dann soll die Kundschaft mal Hallo sagen. Schrei mich nicht so an. Ach so, sorry. Ich finde das lustig. Weißt du, wie du aussiehst? Das Objektiv sieht aus, wie ein Auge von Nummer 5 lebt. Der Roboter, der so geguckt hat, immer so. Hier, zeig mal das Schöne. Wunderschön. Glühbirne. Ja. Ich bin halt bescheuert. Jetzt gehen wir mal zum Ford. Schon wieder genug Quatsch gelabert. Und jetzt können wir gucken, ob der jetzt wirklich Kunden will. Oh, war ich zu laut? Ja, unser Objekt der Begierde ist hier. Ein wunderschöner Ford Focus ST im absoluten Winterkleid hier, ja? Ist das nicht schick? Nee, aber der kann auch schöner. Wir fahren los, komm. Ich muss ja sagen, ich bin ja schon so ein kleiner Ford-Fan bezüglich Leistung, weil die sich wirklich ganz geil programmieren lassen und da auch turbotechnisch wirklich viel geht. Ist zwar auch geil bei Volkswagen, außer Frage, und bei Audi, aber ich finde, die Ford-Fahrzeuge hauen mehr rein. Die bumsen mehr. Ich finde, Ford macht momentan einen ganz guten Job, weil ich habe nämlich immer rumgeheult, Ford Focus RS, ne? Von außen für mich ein Mega-Auto, wirklich ein Mega-Auto und von innen wirklich ein mega beschissenes Fahrzeug. Ja, hier eben erwähnt, nicht voller Stolz im Moment, aber immerhin. Warum finde ich Ford in der Hinsicht so geil? Irgendwas klappt hier. Eine Dose. Eine Rockstar-Dose. Und zwar Volkswagen oder andere Hersteller, die machen ihre Autos halt immer so smooth und nach dem Motto, ich glaube, der Kunde soll nicht unbedingt mitbekommen, dass es ein Turbofahrzeug ist. Ford sieht das ein bisschen anders. Das geht Serie schon sehr, sehr gut. Das heißt, man muss die Charakteristik nicht unbedingt reinholen. Bestes Beispiel RS3. RS3 Serie fährt der ja wirklich so, als ob der gar nicht wirklich aufgeladen ist. Der hat auch diesen, da fehlt ja alles, was man ihm quasi mitgibt. Der 5-Zylinder-Sound, Leistung, Charakteristik, obere Drehzahlband beim 5-Zylinder-Turbo im RS3 ist ja quasi, als ob der zu Hause geblieben ist. Also der dreht ja bis 4000 okay und danach ist ja Ende im Gelände. Und wie gesagt, das machen andere Hersteller so ein bisschen geiler. Das ist halt eine gewisse Vehemenz schon Serie da. Der fährt ja von der Abstimmungscharakteristik schon fast wie gechippt. Und schnell ist er auch, aber nicht schnell genug. Und Sound, ja, kommt sehr viel von vorne, wieder das ganze Sound modellieren. Aber die modellieren wir gleich um den Sound, gleich wird hier nämlich anders modelliert. Also auf jeden Fall, wir haben keine Störfrequenzen im Serienbetrieb. Dann sehe ich das alles vorne, du hast den Auspuff gar nicht. Ford hat einen Scheinwerfer so groß wie ein Kühlschrank. Da ist gar nichts. Wir könnten nämlich eigentlich auch Geschwindigkeit nehmen, ne? War das eben aus, ne? Dann hol ich die eben. Ja klar. Klar. Ja klar. Das ist überhaupt gar kein Problem, Pierre. Weißt du warum? Weil du Chef bist. Ein bisschen bessere Laune. Warum eine bessere Laune? Weil das Licht trifft auf die Rückseite meines Auges, habe ich gelesen. Das Licht trifft in mein Auge so rein und dadurch bekomme ich gute Laune. Da werden dann ausgesprüht Endorphine? Es waren auf jeden Fall keine Delfine. Auf jeden Fall merke ich das sofort, dass wenn es warm wird, dass ich gute Laune kriege.
Und ich habe auch überhaupt gar keinen Zeitdruck. Ich habe dafür total Zeit, Videos zu drehen. Nee, ohne Scheiß, ich habe heute Stress ohne Ende. Deswegen beeilen wir uns jetzt. Sind Ladruckanzeigen nicht sexy? Guck mal bitte jetzt nur auf die Ladruckanzeige. Ein Saugmotorfahrer wird das nicht verstehen, aber guckt euch das mal an. Für mich das wie Sex, guck mal. Zu sehen, dass das der Ladedruck ist. Und bitte merkt euch die Position, wo diese Anzeige gerade so rumgetänzelt ist. Ist das nicht süß? 0,75 bar, guck mal, da macht sie so. Auch wir machen ein bisschen Overboost-Programm. Wir zuckeln ein bisschen im oberen Bereich und dann gehen wir wieder zurück, weil mein Herrchen kommt mit der Leistung nicht klar. Hahaha, am Arsch. Wollt ihr euch den Innenraum ein bisschen angucken in der Zwischenzeit? Guck mal, da läuft so ein Ladebalken, die Tür aufgeht und sagt dir an, wie lange es angezeigt wird. Pass auf. Ja gut, war jetzt nicht so spannend, ne? Ich bin gleich zurück. Kennt ihr diese eigentlich, diese neuen kleinen Kameras? Ganz innovatives Ding. Ja, unsere ist zwar schon vollkommen im Arsch, weil die mehrere Male bei etwas höheren Geschwindigkeiten auf den Boden geklatscht ist. Aber also das können sie ab. Also funktioniert tut sie noch. Und go. Da wieder Licht, pass auf. Macht das mal. Wenn ihr schlechte Laune habt, ne, müsst ihr so eure Pfanne so ins Licht halten. Und ich verspreche euch, ihr kriegt gute Laune. Oh. Ja, wir machen wieder unsere schicke Prüfung. Und zwar von 50 auf 150. Indem wir aus dem Drehzahlkeller raus beschleunigen, weil dann können wir nämlich auch schön sehen, wie der Ladedruck einsteigt und wie viel wir in der Lage nachher sind, den Ladedruckeinstieg zu verbessern. Ne? Also wie er reinkommt. Der Gang geht genau bis 149. Das ist natürlich grandios. So, jetzt sind wir in der 4. Ja, vierter Gang. Und wir geben Gas. Wir sage und schreibe 11,294 Sekunden. Da sich das ja immer unterschiedlich verhält, machen wir es jetzt wie folgt. Wir machen noch eine Fahrt, um so einen Wert dazwischen zu haben. Wahrscheinlich haben wir auch noch mehrere Fahrten. Die seht ihr aber nicht, weil sonst wird das irgendwann viel zu langweilig. Um also einen Mittelwert zu haben, ne? Weil das kann man nicht immer gleich treffen. Und aus diesen Mittelwerten, so machen wir das immer bei den Videos, nehmen wir dann die Zeit und dann nehmen wir auch, wenn das dann nachher programmiert ist, auch dann die Zeit, die Mittelwertzeit. Und da sind wir auch sogar so, dass wir dem gechippten Auto weniger Chancen geben, um halt wirklich für jegliche Diskussion und nachher, ja, aber das ist ja bei mir nicht so oder was ich was, um halt das ausschließen zu können, dass wir wirklich dann einen Wert haben, der immer zutrifft, auch eine Leistungsangabe, die immer zutrifft. Also das ist leider jetzt gerade ein bisschen negativ an dem Auto, weil es super schwankt in der Leistung. Solche Sachen sehe ich in Verbindung mit einmal, kann das die Ladelufttemperatur sein, die einfach zu doll gerade steigt. Wenn die Ladelufttemperatur zu hoch ist, dann zieht der Motor Zündung und zieht auch Ladedruck etwas raus, um halt seinen Motor dementsprechend zu schützen. Sowas kann es sein, was wir gerade hier erleben. Genauso wie Spritqualität. Ich weiß jetzt nicht, was der Kunde hier getankt hat. Das Ding ist auch knastervoll. Also wir nehmen die beste Zeit, die beste, die hier gefahren ist, also die erste. Vergessen wir den Rest einfach. Also das habt ihr quasi gar nicht gesehen. Da ist der beste UPS-Fahrer der Welt. Fahren zurück. Marsch. Jetzt könnt ihr mal ein Naturschauspiel miterleben. Komm, meine Laune. Das Licht ist weg. Keine Sonne mehr. Und was hilft gegen so ein Scheißwetter? Sound. Wenn ich scheiß Laune habe, ne, dann gehe ich wirklich bei mir in die Garage, mache die Karre an, puste einmal richtig durch und dann habe ich wieder gute Laune. Das machen wir jetzt auch. Ja.
Kunde wollte nicht ganz so laut. Warte mal. Kunde wollte nicht ganz so laut und da finde ich ganz geil. Wir fahren. Ich bin so froh, wenn wir umziehen, ne? Wenn wir umziehen, können wir eh. Da können wir auch uns, können wir öfter mal irgendwelche Veranstaltungen machen, dass ihr mal irgendwie vorbeikommt oder so ein Zeug. Weil, das geht so nicht mehr. Das ist einfach viel zu eng. Guck mal, das Wetter! Scheiße! Ich muss wirklich sagen, ich mag meinen Beruf schon sehr gern. Lalldruck makes the world go round. Lalldruck makes the world go round. Also Lalldruck hoch, Zündung minimal verändert und Sprit dementsprechend. Also immer das gleiche Spiel eigentlich. Das war jetzt der erste Lauf. Ne? So ein Steuergerät muss ich immer noch ein bisschen anlernen. Da kommt immer noch so ein bisschen Bums in der Bude. Deswegen, wir fahren nochmal. Schneller 50, 150. Kann man mit leben. Software drauf gemacht, Auspuff gemacht und ab geht die Rutsche. Und dann fühlt sich auch an wie ein Focus ST. Und was meinst du also mit dem RS gehen wird? Ob 15 oder 14, alles grobs wie gesprungen. Ich meine, ich bin eh der Meinung, ich will hier nichts verkaufen. Wer eine Turbomotor fährt und nicht das Steuergerät macht, hat eh einen an der Klatsche. Ne? Also der ganze Fahrspaß, der ganze Hass, der ganze. Was machst du denn hier, Schatzi? Das ist eine abknickende Vorfahrt und will mir Vorfahrt geben. Ist halt nett. Und steht so im Auto. Wir sind doch am Flughafen, wo kommen denn die Flugzeuge? So, ein bisschen Boost nochmal hier. Geil. Fett. Mega. Schwing die raus. Wir machen vor heute Feierabend. Nee, das Video ist bestimmt wieder morgens online, ne? Nicht irritieren lassen von dem dunklen Wetter. Es ist ganz früh morgens. Tschüss. Mist, ich habe wieder vergessen, wie viel Leistung mal rausgekommen ist. Ist momentan oft bei mir, weil ich glaube, ich so geflasht bin vom Druck. Und zwar 275, 280 PS, 410, 420 Newtonmeter. Cool? Cool. So, jetzt ist Swift angesagt. Tschüss. Da machst du so. Oh, wir machen ein bisschen Overboost-Programm. Wir zuckeln ein bisschen im oberen Bereich und dann gehen wir wieder zurück.